dein Optiker, wir sind 5 Mitarbeiter, ich habe ein hochwertiges Sortiment, sehr individuell. Wir sind ein sehr junges Team, sehr familiär auch miteinander. Wir haben eine eigene Werkstatt, also das Handwerk ist bei uns groß geschrieben. Wir haben eine Optometristin mit drin, also gehen auch sehr auf spezielle Fälle in der Augenoptik mit ein. Für mich ist es einfach wichtig, dass man am Ende eine gute Qualität hat, bestmöglichstes Sehen und die beste Beratung. Und dann muss ich nicht der günstigste sein. Ich habe eine ganz andere Location ausgesucht. Wir haben hier ganz viele einzelne Verkaufsräume, in jedem Raum nur maximal einen Tisch, dass man halt wirklich mit dem Kunden ein bisschen alleine sitzt. Für uns ist es wichtig, dass wir sagen, wir wollen den Kunden beraten. Das heißt, er nimmt Platz, kriegt seinen Kaffee und wir bringen die Fassungen. Bei den Gläsern ist es uns wichtig, dass wir immer das beste Glas für den Kunden aussuchen. Das muss nicht immer das teuerste sein. Wir arbeiten aber mit einem Hersteller regional zusammen. Also es ist ein deutsches Glas, sogar ein fränkisches Glas. Wir kriegen von der Industrie die Brillengläser rund und wir schleifen die hier auf die Fassungsform zu, die ausgesucht worden ist. Und mit dieser virtuellen Brille kann ich das erstmalig zeigen, auch relativ realistisch. Ich kann die Stärken vorher eingeben des Kunden und kann ihn wirklich in einen Raum gucken lassen und ihm zeigen, was gibt es für unterschiedliche Glasarten und wie wird er am Ende damit sehen. Wir haben öfter mal Anrufe, wenn es zum Beispiel ältere Personen, die es einfach schwieriger haben reinzukommen, da machen wir dann vorab einen Telefontermin und dann kommen wir direkt vor Ort und das auch außerhalb der Geschäftszeiten, wenn das der Wunsch ist. Für den Kunden ist es wichtig, dass wir einen Mehrwert bieten und zu sagen, wir machen mal was extra, wir richten uns auch mal nach Zeiten. Viele haben lange Geschäftszeiten, können einfach nicht bis 19 Uhr reinkommen. Und auch diese Zeit, die man sich nimmt, um einfach in der Beratung zu sein, die Kunden kaufen am Ende auch hochwertiger, weil sie einfach den Sinn und den Nutzen dahinter verstehen. Also es lohnt sich definitiv. Der größte Mehrwert, den ich durch diese ganzen Sachen habe, ist die Kundenbindung. Also bei uns verstehen sich mittlerweile einige Kunden als Freunde, weil sie halt viel öfter von uns hören. Und dadurch ist die Kundenbindung und der Wiederkaufwert ein viel, viel schnellerer Rhythmus geworden. Weiterbildung ist bei mir generell immer möglich. Es wird auch von mir bezahlt, sowohl in Freizeit als auch in Geld. Da gehen sie normalerweise 2-3 Tage auf Schulung und kommen dann frisch motiviert wieder zurück. Ich habe mir einfach eine Seite eingerichtet, habe einfach über das geschrieben, was so tagtäglich passiert ist. Das hilft übrigens auch bei der Findung von Mitarbeitern, weil die können viel mehr über einen lesen. Es ist für die viel interessanter, als einfach nur auf eine Internetseite zu gucken. Die Digitalisierung bietet unseren Betrieben sehr gute Geschäftschancen. Moderne Kundenkommunikation, die Terminbuchung über das Internet, individuelle Lösungen anzubieten, das ist das Erfolgsgeheimnis moderner Handwerksbetriebe. Die Optikmeisterei in Erlangen ist für diese nächste Generation im Handwerk ein hervorragendes Beispiel. Also was ich wichtig finde im Handwerk ist, dass man ein bisschen flexibler ist, mehr anbietet als der Rest, online gut aufgestellt ist. Das wäre für mich, wären das die wichtigsten Punkte.